Wo heißt es los, wa? Nein. Also ich bin richtig aufgeregt, ey. Verdammt nochmal, ja, das ist nicht so wie bei Projekt Cars oder so, da kennt man sich ja aus, wenn man das ein Jahr gefahren hat. Aber jetzt, ich weiß ja nicht, wie das jetzt läuft hier hinten auf dem 10. Platz mit den Gegnern. Ja, erstmal kommt Einführungsrunde. Ach so, geil. Jo. Geil. Weil ich bin richtig gefesselt, ey. Geht gleich los, ne? Ja. Einführungsrunde noch. So. Die Kupplung funktioniert und das Getriebe reagiert normal. Vergiss nicht, die Reifen und Bremsen aufzuwärmen. Tu das während dieser Runde. Da bin ich ja auf dem letzten Platz. Na gut, dann ist es halt so. Muss ich wohl den anderen hinter mir noch vorbeilassen. Da ist noch einer hinter mir, ne? Doch. Hinter mir ist noch einer, dann müsste er eigentlich mal wieder vorbeilassen. Dass ich hier noch eine Disqualifikation bekomme. Fahr vorbei. Nee, am Start stellst du dich da. Ja. Er will nicht vorbeifahren. Dann lasse ich ihn noch nicht vorbei. Noch ein bisschen Anschluss halten hier. Chaos, Digga. Krass, bumm. Alles drin hier. Oh, richtig mit Reifentemperatur, das ist ja geil. Ja. Geil. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Jetzt fädelt er sich richtig ein hier. Ich werde das Feld von hinten aufrollen. Sehen, wie weit ich komme. Ach, das gibt wieder einen Erfolg. Geil. Cool, ey. Ja, viel Spaß. Jo. Auf ein faires Rennen. Genau. Boah, Rossberg, Junge. Schön. Ja, danke. Oh. Oh, der fährt mir voll hinten rein! Och Mann! Oh. Ich hab momentan hier Ruhe, Junge. Ja, ich glaub, ja. Das wird auch so bleiben. Das war aber unfair, ey. Ja, die Bots, die sind manchmal, ja, ne? Das rapide. Sag ich dir, ich war. Der ist mir innen reingefahren, ey. Ich war schon dran vorbei. Ich muss jetzt. So, jetzt hat sich das Feld auseinandergezogen. Kann ich mit ja, das ist ja echt. Naja, kann man nichts machen.
komisch. Muss ich in die Box, wenn ich einen kaputten Frontspoiler habe? Nein, nee. Also wenn er abgebrochen ist, komplett, dann ja. Ja, wenn er rot ist, dann musst du nicht, aber... Dann ist rot, ja. Aber nur nicht alles, nur der rechte Teil. Ja, wenn du merkst, dass du deutlich schlechtere Zeiten machst, dann lohnt es sich reinzufahren. Also ich habe auch eine Seite rot auf der linken. Aber trotzdem ist es halt. Na, sei auch, wenn du keine Probleme hast damit. Nö, hab ich nicht. Abgekürzt, Mann, ey, ja, scheiße. So, jetzt fahren wir nicht nochmal rein, mein lieber Freund. So, jetzt hab ich ihn überholt. Ne, der ist neben mir. Boah, jetzt aber. Ich, das Ding immer in der Ohrstraße. Das war Palmer, ey. Gibt's doch nicht. So, jetzt kann ich auch versuchen aufzuholen. Ach, okay, also da habe ich schon Schwierigkeiten. Das merkt man beim Anbremsen, ja, dass man... Doch, also... Länger einen Bremsweg habe ich. Ja, gut, das ist ausgleichbar. Ja. Ist auch noch ein langes Rennen. Merkt das, ja? Aber so soll es ja auch sein. Boah, Alter. Drüber gekippelt, Junge. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du musst mit den Streifen weiterfahren. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Überholt. Das war gut. Er ist angekommen, bestätige. Riesengruppe hier, wenn ich hier dran vorbeikomme. Ah, schaffe ich nicht. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,8 Sekunden. Was für Zeit, ey. Einen habe ich überholt. Das war Massa. Boah! Oh nein, da dreht er mich wieder rum. Mein Heck in Ruhe lassen. Dann dreht er läuft so vorne wie ein Schnürchen. Das kann ich mir vorstellen. Aber hinten, das habe ich mir schon gedacht, dass das schwer wird. Wenn man hinten startet. Ja, du musst ja eh noch zum Reifen wechseln. Ja. Aber nicht so schnell wie du. Ja, du hast Ultrasoft drauf.
Deine sind schneller nieder wie meine. Oh, Radaufhängung. Ey, nee. Er hat's geschrottet. Ich wollte gerade reinfahren. Das gibt's doch nicht. Ja, was denn gefickt, ey. Na. Ich wäre mit den Zocken weitergefahren. Du hättest ja nochmal rein müssen. Nee. War die schon in der Box oder was? Nee. Ich bin doof. Ja, zwei überholt. Lass mal ein Heck in Ruhe, Mann. So. Gab wieder ein Erfolg. Ich schon, ja. Sieht gut aus. Aber langsam rein hier. Vielleicht wechseln sie ja meine Frontschürze, das ist beim vorsten Stopp, das ist ja kein Problem. Ja, schnell. Ja, ich will jetzt 2-3 Sekunden, aber die hole ich wieder auf. Achter Platz bin ich jetzt. Boah. Kann man jederzeit in die Box fahren, wenn man will? Ja. Okay. Und das machen Sie mit Reifenwechsel alles automatisch? Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Dann müsstest du Boxenstrategie öffnen. Na, da kenne ich mich überhaupt nicht, ja. Bin ich überhaupt noch nicht mit aus. Weil ich gucke dann immer vorher lieber nach. Ja, was du vorher eingestellt hast. Ja, aber irgendwelche Sachen müssen sie ja dann machen. Ja, normalerweise ziehen dir die neuen Reifen gleich raus. Ja. Normalerweise müssen sie auch gleich den Frontspoiler wechseln, das dauert ja nicht lange. Ja, das machen die sowieso. Ja. Außer man heißt Flash, der fährt dann in die Box rein, kriegt dann Intermediates drauf und den Spoiler machen sie trotzdem nicht. Das stimmt doch gar nicht, nee. Ja, das... Doch, das war bei der Einstrecke. Da hast du die Strategie, ja, während des Rennens irgendwas geändert. Da hast du irgendwas drin rumgedrückt. Aber hier war es nicht so. Schön linke Radaufhängung gebrochen. Feierabend. Die Fünfter. Ordentlich nach vorne gekommen, also das sieht ja sehr gut aus. Ja, und will ich dich mal beobachten. Ja. Ich komme erst zur Halbzeit rein. Das ist noch ein bisschen zu früh. Boah. Nach viel Zeit verloren. Und an der Kampfgruppe bin ich vorbei. Ja, echt verbremst. Wie wechsle ich einen Fahrer hier? Pfeil hoch, runter und dann mit Viereck. Und Kreuz. Geht nicht. Oh. Ja, Viereck geht. Nee. Ja, du musst den erst auswählen, dann drückst du die blaue Taste. Das will sich was bei dir darstellt. So, ich habe meine Tasten geändert. War ganz schön realistisch, dass man das mit dem Frontspoiler so merkt. Muss ich schon sagen, also gute Physik-Engine das Spiel. Das ist Carlos Sainz, den will ich noch holen. Mal sehen, ob der rankommt. Aber ich kann kein DRS verwenden. Komischerweise. Nee, das geht nur, wenn du weniger wie eine Sekunde nur im Gegner bist. Ach ja, Mensch. Im Training und so kannst du es immer benutzen. Na logisch, ja.
Jo, bin bei dir. Ja. Ich komme langsam ran. Aber das merkt man ordentlich mit dem Frontschürze. Auch nichts zu tun hier. Ey, er kommt viel später aufs Gas, ja, ne? Und er steuert, ja. Kein Wunder. Ah, der Sainz, der ist schon ganz schön stark in seinem Toro, was so. Jetzt wäre es langsam mal Zeit, in die Box zu kommen, aber kann man den sowieso nicht ran. Ran schon, aber nicht. Überlege jetzt. Eine Runde fahre ich noch. Oh, jede Menge Dreck aufgesammelt. Oh! Hardcore, ey. Voll Laune. Vielleicht bin ich gleich eine Sekunde dran. Freund, jetzt bist du bald fällig. Vielleicht muss ich auch gleich in die Box, also wir kriegen noch aber gerade vor der Box. Das glaube ich eher nicht. Nächste Kurve. Nicht übertreiben hier. Bremse ich dich über aus, mein lieber Freund. Jawohl. Ja, voll. Bring das mal vor der Geraden. Hat er natürlich DRS. Aber ich fahre jetzt in die Box. Ach ja, doch DRS. Ja, stimmt, weil. Ist logisch. Dann fahre ich in die Box. Dann klappt das. Jawohl. Gucken, was jetzt passiert, ey. Geil, die haben mir einen neuen Frontspoiler reingemacht, ey. Geil. Wo ist denn hier 13. Ja, ja. Jaja. Werden wir. Oh, voll die Kampfgruppe komme ich hier raus. Ich auch. Ich bin da auch gleich noch mit dabei. Jetzt muss ich aber blaue Flaggen kriege ich. Das. Oh, jetzt habe ich hier eine schöne Frontschürze. Das ist ein schönes Gefühl, ey. Wunderbar. Mal wieder richtig pushen hier. Rosberg ist vor mir. Da ziemlich weit hinten. Nee, da will ich lieber nicht reinfahren. Warum nicht? Kann ich ausbremsen. Nee. Das hätte ich gerne gemacht, aber ich war zu nicht nah genug dran. Jetzt kriege ich aber DRS. Ja. Das braucht er auch, um den Mercedes haben die mitzuhalten. Handeln, aber auch. Boah! Jojo. Geschmiert. Stellen die Bots. Oh! Cool. Was sagt? Das ist hinter dir. Ja, der Alonso. Ey. Ich kann aber am Ende schneller, aber ich bin nicht hier. Eieiei! Oh! Das war hart geworden. Boy. Na gut, da warst du selber schon. Ja, aber ich hab's noch geschafft. Ein bisschen später auf der Bremse, aber ganz kleine Berührung, aber nichts passiert.
Teamkollege Verstappen hier, ja. Der Kampflinie, ey. Oh, ist schön mal vorbeigekommen. Danke. Oh, was machst du denn? Danke. Och Mensch. Da fällt er mir voll vor die Karre. Typisch Verstappen. Ja, da muss ich. Wäre die Strafe gekommen oder was? Du nicht. Ja. Verstappen steht hier, der ist weg. So was? Ja. Da ist ausgeschieden. Ja, das war ein leichter Schaden. Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet, dass der auf einmal wieder da auftaucht. Ja, das kommt immer, wenn du keinen Rückspiegel hast und. Obwohl, ist schon in Ordnung. Aber ja, wir fahren ja auch keine Straßenwagen, das ist die Königsklasse. Das ist ja auch alles ordentlich schnell hier von Stadt. Was alle Sinne beisammen haben. Das ist nun mal so. Aber ich will natürlich auch ein bisschen nach vorne kommen. Ein bisschen auch schon rausgeflogen, oder? Ja. Stimmt. So, jetzt tauch aber nicht wieder, jetzt lasse ich dir keinen Platz, mein lieber Freund. Das ist das wieder so passiert. Jetzt hat's geklappt. Bin ich rechts geblieben, dann konnte er nicht mehr rechts auf vorbeiziehen. Jawohl. Aber auch an alles denken, ey. Boah, boah. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp überholt. Alter. Oh. Mann, das geht ja ab. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Boah, ey. Die lassen ihn noch dicht vorbei. Ich denke, du bist raus. Nee, bleibe. Hallo, Fackeln, lassen wir ihn hier nicht verloren. Sehr schön, wieder in der gleichen Kurve überholt. Bottas, ey. Ja, ich guck. Der dritte Platz ist noch drin. Kommt wieder die Kurve? Nee, noch nicht. Gleich. Ja. Oh! So, jetzt aber dranbleiben. Ja, wegen Windschatten, Mann. Mhm. Ja, da musst du aufpassen, die Kurven. So, jetzt bleib ich innen. Und dann kommt er auch nicht. Kann er ja. Ja, ja. Und überholen kann man hier. Noch Hamilton, ja, der ist natürlich weit weg. 2 Runden noch. Nee, das schaffe ich nicht. Weil ich komme ja auf dem letzten Platz, ey. So, ja. Fahr schnell weiter. 2 Runden noch. Sturmfront
Ja, ist Hamilton. Wir müssen okay. Nicht so schnell fahren. Wir liegen weit vor dem Auto hinter uns. Schone deinen Motor. Den kriegt sie nicht. Ah, weiß man nicht. Abwarten. Ah, natürlich habe ich jetzt kein DRS, das ist klar. Ein Nachteil. Eine Runde hast du. Nee, der ist so weit weg. Sehe ich das? Leider. Warum kriege ich hier blaue Flaggen? Dann da hinter mir. Ja. Bin das hier gerade vorbei. Wer ist denn das da? Was ist denn das? Die ja. Ach so. Ist ja mir da. Dann lasse ich erst auf der Geraden vorbei. Hier geht alles gut fertig. Du kannst rechts vorbeifahren. Ja. Oh. Aber die gelben Reifen halten aber am Ende länger als der Boden. Als die lila. Die halten länger, ja. Meine sind ja erst neu drauf. Ja. Die haben jetzt gerade... Ach, wir eine schnelle Runde fahren noch. Ja, 24%. Halten würde sehr lange. Da hat man auch die roten oder die lilanen nochmal nehmen können. So, letzte Runde? Nee. Nee. Du bist Kitty. Ja, vom letzten auf den dritten, da bin ich nicht zufrieden. Ja. Na, warst du in der Startaufstellung auch auf dem letzten? Nee. Doch. Nee, doch, doch. Nicht, oder? Doch. Ich war auf dem letzten Platz. Okay. In der Einführungsrunde wollte der letzte mich nicht überholen, aber ich wollte ihn vorbeilassen, aber in der Startposition ist er wieder ein vor mir gewesen. Hm. Stößt du? Hier, Tatsache. Im Grid warst du 22 gehabt, du. Ja, ja. Bin ganz nach hinten gesetzt worden, so eine Frechheit. So, ich hab 10. Vorfälle. Ja, dann danken wir fürs Zuschauen. War ein schönes Rennen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, beziehungsweise im nächsten Rennen. Ciao, ciao. Ja, warte mal. Oh, hier. Erstmal runter springen. Na, du stehst nur als DNF drin. Also ich und. Kein anderer. Oh. Verstappen war doch der andere. Was hat denn der am Grid gehabt jetzt? So, ich hol mir erstmal Pina Colada. 19 ist er jetzt. Der musste denn in die Box, oder? Das kann sein, dass er bloß so rumstand, ne? Ja. Ach, hat mich schön abgeschlossen. Naja, wie auch immer. Ciao.